Hallo liebe Freunde, heute gehen wir mal auf die Insel Anastasia. Wir sind jetzt durch den Seegarten von Lasur zum Hafen, da ist der Leiter unten. Da im Hintergrund ist das Hotel Primorez als Orientierung, da ist auch der Seegarten zu Ende. Und jetzt gehen wir dann da hinten durch das Tor und zum Hafen und da geht irgendwo das Schiff ab, das müssen wir noch genau rauskriegen. Aber wir haben noch ein bisschen Zeit. Okay. So, im Hintergrund sieht man das Tor, wo ich noch gerade vorhin gefilmt habe. Das ist dann auch der Eingang zum Hafen und das Ende vom Seegarten. Das ist, glaube ich, ein Hotel am Hafen. Da sieht man schon die Kräne und Schiffe, aber der geht auch da auf der linken Seite geht's noch ganz weit. Das haben wir bei der Fahrt nach Sozopol gesehen, dass wir da ganz weit oben fahren. Und dahinter ist auch noch Hafen und so. Und hier sind die Fischer, wo wir suchen. Und dort hinter kann man dann die Fahrkarte für das Schiff kaufen. Und ich glaube, da liegt es schon am Rand, so wie es aussieht. Das ist auch ein Restaurant und so. Und jetzt gehen wir davor. Wir kommen jetzt zur Kasse, wo das Schiff abfährt. Da geht man rein auf der rechten Seite, auf der links von den zwei Frauen. Und zwei Personen kosten mit dem Schiff 24 Lever, Rentner, auch Deutsche, 10 Lever an der Kasse sagen. Jetzt gehen wir zum Schiff. Und also man sollte halbe Stunde oder 20 Minuten vorher da sein, weil man erst die Fahrkarte vor Abfahrt kaufen muss. Jetzt legt dann das Schiff ab. Kommt noch jemand. Man kann oben Platz nehmen oder unten. Und jetzt ist Abfahrt. Das ist Burgas vom Meer aus. Jetzt sind wir nach einer halben Stunde Fahrzeit auf der Insel angekommen, auf der Insel Anastasia. Das steht ja auch auf dem Schiff. Da ist so ein kleiner Strand, jetzt gehen wir den Weg hoch und schauen mal, was da alles zum Angucken gibt. Es gibt eigentlich nicht so sehr viel zum Sehen auf der Insel. Ich war ein bisschen enttäuscht. Aber die Insel war ganz früher im Mittelalter irgendwann eine Gefängnisinsel und dann später noch ein Kloster. Und von dem Kloster sieht man noch einige Überreste. Da
Bücher und so sind ausgestellt und an der Wand so verschiedene Malereien hier zum Beispiel da oben. Das ist auch noch aus der Zeit, wo das ein Kloster gewesen ist. Und jetzt schauen wir noch eine alte Kirche an, das ist auch da drin. Und sonst gibt es nicht so sehr viel zum Sehen. Wir haben in dieser Zeit mindestens zweimal alles angesehen. Das Schiff ist 2 Stunden auf der Insel und da kann man mindestens 2 oder 3 oder 5 Mal alles anschauen. Es gibt auch ein Restaurant, aber wir haben uns dann ein stilles Plätzchen gesucht und sind da einige Zeit gesessen. Also wie gesagt, eigentlich war ich ein bisschen enttäuscht. Es gibt auch noch ein Museum, das kostet nochmal extra 6 Lev. Aber das haben wir uns nicht mehr angetan. Jetzt sind wir immer noch in der Kirche zum Anschauen. Schon schön alles restauriert. Und dort gibt es ein bisschen zum Sehen. Nun schauen wir den Rest von der Insel an. Da hinten sind wir Richtung Leuchtturm gegangen, aber da war die Hälfte von der Insel gesperrt. Und jetzt sind wir da noch ein bisschen außen rumgegangen, am Gras und so, am Abhang und haben das alles angeguckt. Da hinten ist Burgas. Wenn man genau guckt, kann man verschiedene sehen. Ein Briefkasten ist auch da. Und da gibt es auch so Häuser, also genau in dem Baustil wie Nessebauer, also unten Stein, oben Holz. Da liegt jemand und da haben wir uns auch dann ein Plätzchen genommen. Sieht zum Teil recht interessant aus, die Holzarbeiten, teilweise sehr alt und so. Ja, Wasser steht. Nun gehen wir langsam zurück zum Schiff, weil wir haben alles gesehen. Und da unten ist das Schiff. Wir waren bei den Letzten dabei, die auf das Schiff gingen. Erstens war jetzt schon oben alles besetzt und wir wollten nicht so in der prallen Sonne. Deshalb haben wir unten Platz genommen. Hier sind die Fahrzeiten, 3-mal am Tag. Thank you.
Nun sind wir auf der Rückfahrt nach Burgas, also Burgas Hafen. Ich habe da unten Platz genommen, weil da ist nicht so pralle Sonne wie oben. Und jetzt ist so Mittagszeit rum, da ist eine kräftige Sonne. Am Horizont schon Wolken und so, und auch auf der anderen Seite ist nicht so heiß. Den Tag. Jetzt sind wir schon im Hafen. Hafeneinfahrt. Und da dran kommt die Anlegestelle. Da ist schon ein anderes Schiff. Und jetzt wird angelegt. Und dann kommen dann schon die nächsten Gäste. Weil das Schiff geht eine halbe Stunde später. Jetzt gehen wir wieder Richtung Busbahnhof, Park und machen uns auf den Heimweg. Wir gehen nach rechts durch den Park nach Hause. Tschüss!